Die Franzosen hatten einen Weg in diese Finale. Nach dem 9:3 Sieg gegen Großbritannien trafen sie auf Italien im Halbfinale. Diese Begegnung endete mit einem 9:4 Sieg der französischen Degenfechter. Salles contre Henri. Elmar Moorbach, groß im Bild, der Weltmeister des vergangenen Jahres. Und jetzt kommt Emmy Beck, denn er weiß ganz genau, wie wichtig die jetzt kommenden zwei Gefechte sind. Das sind die Spitzenleute auf der Blanche. Und hier darf man dem Gegner nichts schenken. Ja, der Weltmeister und sein Nachfolger, wenn man so will. Elmar Bormann, der Weltmeister von 1983, Philippe Boisse, der Olympiasieger und damit nach den Regeln des Internationalen Fechtverbandes gleichzeitig Weltmeister von 1984, denn im Jahre Olympischer Spiele finden keine Fechtweltmeisterschaften statt. Seit 1975 steht er schon in der Nationalmannschaft der Franzosen, also 9 Jahre schon. Und mit ihm konnte man immer rechnen. Gold in Moskau. Ja. Der Weltmeistertitel in Rom und im vergangenen Jahr wiederum in Wien. Elmar Bormann geht mit einer Parade-Reposte mit 1:0 in Führung. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden sich ein temperamentvolles Gefecht liefern werden. Beide sind Fechter, die eigentlich das Risiko nicht so sehr scheuen. Etwas wagen. Für Elmar Bormann muss man sagen, manchmal etwas zu viel wagt. Wie auch im Einzel. Er hat überhaupt einen eigenen, fast persönlichen Stil. Er hart aus und explodiert da schlagartig. Ja, es ist nicht immer schön anzuschauen, aber Elmar Bormann ist unheimlich dynamisch. Er beschleunigt sehr schnell. Ulrich Sterchi fordert Emil Beck auf, sich ein wenig zurückzuhalten und nicht so laut seine Anweisungen zu geben. Ja, er möchte Elmar Bormann etwas zurückhalten. Elmar Bormann folgt nun auch dieser Anweisung. Greift nicht an. Im Augenblick. Der Tänzer, wie er das durchhält. Ja, es ist manchmal erstaunlich. Und er ist immer voll konzentriert. Man erlebt bei ihm kaum eine Sekunde, wo man sagen könnte, ja, hat er nicht aufgepasst. Auch hier wieder hat die Klinge von Elmar Bormann ganz nah herankommen lassen. Und nun wiederum ein Angriff von Elmar Bormann, der immerhin einen Doppeltreffer einbringt. 2:1 führt er gegen den Olympiasieger von Los Angeles. Es war ein Versuch, einen Fußtreffer zu erzielen. Aber Elmar Bormann hat sein Ziel mit dieser Aktion nicht erreicht. Die Waffe ist intakt. Ja, er glaubte, dass er getroffen hat und sucht deswegen die Gelegenheit, die Waffe zu probieren. Beide stehen sich wiederum gegenüber. Bormann scheint jetzt seinen Gegner zu locken. Und schön gemacht. Er lässt Philipp Boisse angreifen, weicht einen halben Schritt zurück, pariert den Angriff und trifft 3:1. Und immer wieder die Aufforderung von der Bank, Zeit lassen,
nicht angreifen, gut vorbereiten. Und Elmar Bormann ist ein großer Meister dieses Abwandens. Das haben wir ja im vergangenen Jahr in Wien erlebt. Er hat schon die richtigen Nerven, wenn er richtig und gut vorbereitet ist. Allerdings im Vorfeld dieser Olympischen Spiele hat er weitaus nicht so große Erfolge gehabt wie 1982 bzw. 83. Nein, das nicht. Und er hat dort die taktischen Marschrouten eben nicht immer eingehalten. Er hat zu impulsiv gefochten und das zahlt sie nicht aus. Jetzt greift er an, ein Direktangriff und geht mit 4:1 in Führung. Dieses Gefecht ist jetzt 3 Minuten alt. Hier sehen wir noch einmal die Aktion von Elmar Bormann. Ganz lang streckt er sich nach vorne. Nun hat er alle taktischen Möglichkeiten in diesem Gefecht. Philipp Boas ist zum Angriff verurteilt. Und ich glaube nicht, dass sich Elmar Bormann das noch einmal aus der Hand nimmt. Hier wird die Konzentration der beiden auf die härteste Probe gestellt. Und Elmar Bormann trifft mit einem schönen Angriff, einem direkten Angriff. Und gewinnt dieses Gefecht. Nach 8 Gefechten.